Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatuto, beim Clan True Warriors. Ja, was wollen wir eigentlich machen? Wir wollen heute mal richtig fett farmen. Ich muss ja so ein bisschen noch was reinfarmen. 5,8 Mille Gold erst. Ich habe immer noch nichts geschafft, weil der Urlaub doch sehr schön ist und ich echt andere Dinge mache als Clasher. Aber ihr seht selber, ich habe einfach mal das Overlay hier jetzt genutzt, was einige sicherlich schon kennen. Habe es ein bisschen modifiziert. Hier unter mir habe ich einfach den Schweinereiter, also eigentlich mein Lieblingsfigur aus Clash of Clans, ein bisschen größer gezogen und nutze das Overlay auch mal für ein Video. Ich denke mal, kann man mal machen. Bringt so ein bisschen Abwechslung in meine Videos. Und bevor wir aber loslegen, es gibt News. Ja, wir schauen mal rein. Jawohl, das sogenannte Captain's Log Day 1 in New Land means new possibilities. Das heißt so viel wie, jetzt muss ich mal genau überlegen, neuer Ort, neue Möglichkeiten. Wenn wir hier auf Watch Now gehen, dann öffnet sich hier YouTube. Das macht's bei mir hier im... Ah, es geht schon los. Ihr könnt genau zuhören. I could be a new man. I'd call myself Chaz. My neighbor would say, hey, Chaz. And I'd say nothing, because I forgot that's my new name. But when I got to my new job as a gardener, I'd smile, because he called me Chaz. Captain's Log Day 1 in New Me. Also, wirklich schön gemacht hier, muss ich mal so sagen. Und wir gehen aber zurück zu Clash of Clans. Und also da denke ich mal, erwarten uns einiges. Supercell zieht das Update richtig schön, ja, ich will nicht sagen in die Länge, aber sie bereiten einen richtig schön drauf vor. Finde ich wirklich gut. Viel, viel besser, als dass man sagt, es kommt ein neues Update, lasst euch mal überraschen und dann kommt es irgendwann und dann ist gut, sondern so hat man wirklich ein bisschen Vorfreude drauf und ich bin auch wirklich gespannt, was da auf uns zukommt. Aber nebenbei gucken wir mal, dass wir hier so ein bisschen was an Lot abgreifen. Ich bin ja ein bisschen tiefer in der Liga gegangen. Ich habe ein paar Pokale gedroppt bis auf Gold runter, weil ich jetzt wirklich ein bisschen Gold und Elex brauche, damit wir hier ein kleines Stück weiter vorankommen. Denn irgendwann kann ich meine Folgen nur noch Wir machen Mauern nennen und dann wird es erst richtig langweilig. Das heißt also, wir machen schon so ein bisschen parallel Mauern, Dev und auch die Updates im Labor. Ja, mal sehen, was auf uns Neues zukommt, in welchen Rathausleveln und so weiter. Viele farmen sich ja jetzt schon die Lager voll, mache ich nicht, muss ich sagen. Denn wenn das Update denn da ist, entweder habe ich ein bisschen was auf Tasche oder ich habe nichts auf Tasche. Ich werde nichts gammen, also ich werde mir kein Gold oder Elex kaufen oder D-Elex kaufen, was auch immer. Wir lassen uns da einfach überraschen und wenn was da ist, dann schmeißen wir hier ein paar Stunden Schub an. Das geht sicherlich auch. Ich habe eigentlich reichlich Juwelen für mich im Moment, die ich für nichts anderes mehr brauche als für Schub. Truppen gamme ich nicht, also ich gamme jetzt keine Forschungstruppen. Würde aber sagen, ich suche mir mal einen netten Gegner raus und dann mache einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh Mann, ich bin vom ganzen Suchen echt schon richtig müde geworden und wir nehmen ihn hier aber mal mit. Er hat nämlich vermutlich nichts in der Clanburg. Alle Fallen sind, sind sicherlich nicht ausgelöst, aber wir machen ihn hier einfach mal, denn er hat richtig viel Gold für uns. Und auch ein bisschen was an Dunklen. Ich muss nur mal gerade gucken, wo wir reingehen. Wir haben hier einen Inferno, der ist auf Single. Ja, perfekt eigentlich für uns. Und dann gehen wir hier mal rein. Ich würde sagen, wir nehmen diese Seite hier. Ah, da sind schon so ein paar Fallen. Jo, alles klar. Alles klar. Ja,
Da kommen noch meine Jungs hier alle durch. So, dann machen wir erstmal den Duvaminwerfer hier weg noch. Und ziehen mal unsere Helden nach. So, die sind ja in jedem Fall jetzt schon drin. Aber wir müssen hier jetzt, glaube ich, schon unseren Sprung bringen. Ei, was habe ich denn in der Clanburg? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da hätte ich vielleicht vorher nachschauen sollen. Aber meine Supertruppen gehen hier jetzt mittlerweile schon rein. Und ja, den hätte ich vielleicht gar nicht so stark Friesen brauchen hier, sondern eher ihn hier da hinten. Das sieht aber noch gut aus. Jawohl. Ja, so haben wir ihm zumindest ein bisschen was an Ressourcen abgenommen. Ich muss jetzt mal gerade gucken, wo wir noch ein bisschen Gold abzwacken. Da machen wir es mal ein bisschen schneller. Klar gewinne ich hier natürlich Pokale. Das ist leider so. Und oh, guckt euch das an. Die rennen nochmal nach ganz da hinten und wollen nochmal das ein oder andere Lager haben. Ah, echt cool. Ah, die haben sich die Clanburg geholt. Okay, da ist jetzt noch ein bisschen Gold zu holen. Und ja, jetzt haben wir immer noch ein bisschen Gold. Ah, das ist in den Lagern. Das ist natürlich Mist. Mal sehen, ob da mein King nicht noch so langsam hinkommt. Und okay, die Queen geht noch ganz gut. Kommt, Leute, das eine Lager da, das macht er da noch. Das macht der King noch und die Queen. Und dann haben wir ihn hier gänzlich ausgeraubt. Ja, mehr wollte ich gar nicht. Wunderbar. Das sieht schon mal gut aus. Ja, okay, es gibt natürlich nicht so super viel Bonus für mich. Das macht mir aber im Moment nichts. Wir hatten ja ein Ziel, nämlich hier eine Kanone aufzubauen. Was fehlt uns noch? 353.000 Gold. Mal schauen. Ja, wir haben 473.000. Perfekt. Perfekt. Und da wir ja im Labor in 7 Stunden eine dunkle Truppe weitermachen, würde ich sagen, wir machen hier an der Stelle... Ah, ich fordere mal eben neu was an. Wir machen hier mal weiter mit unseren Mauern. Ah, bei 4 Millionen sind wir noch nicht. Wir sind bei 3 Millionen bei der Mauer und machen uns jetzt mal richtig unattraktiv, indem wir... Ja, ich würde sagen, die stoßen wir an. Die stoßen wir an für 7 Tage. Und dann geht zumindest die Def hier weiter hoch. Ich habe jetzt auch schon wieder Truppen fertig. Danke dir, Jenek, für die Riesen. Die kann ich super gut gebrauchen. Und muss mal gerade ein paar Spells nachbauen. Ja, so können wir das glaube ich lassen. Und ich habe heute ja schon mal angegriffen. Ah, da habe ich richtig fetten Lot gemacht hier. Jawohl, guckt euch das an hier. Fast 1 Million Lot mit knapp 2000 Dunklen. Das war schon eine richtig krasse Sache hier, aber das triffst du auch nur hier unten in den Goldligen oder halt noch ein bisschen tiefer. Aber ich denke, mein Silber bleibe ich auch nicht lange. Da droppen hier viel zu viele, so wie ich auch Pokale. Ich habe dann, ja, ich habe ja gute 2000 Pokale heute gelassen. Und aber das ist eine richtig krasse Sache hier gewesen. Dafür, dass ich heute auch nicht so super viel gemacht habe, habe ich mir auch Zeit gelassen beim Suchen diesmal. Und sieht gut aus. Jo, das geht auf jeden Fall voran. Heute spät Abend, also Samstag Abend, kommt noch eine Folge Clash Royale mal wieder. Ich will da ein bisschen am Ball bleiben. Ich brauche dringend wieder eure Hilfe, also das werdet ihr sehen. Und es ist nach wie vor eine Katastrophe mit mir, was Clash Royale angeht. Aber ich will da unbedingt ein bisschen am Ball bleiben, weil so, es macht mir ja doch ein bisschen Spaß. Und ich würde sagen, kleiner Cut. Und dann haben wir gleich wieder einen Gegner. Okay, Leute, wir sind zurück in Offline Clash of Clans. Wir laden das Spiel gerade neu. Und dann denke ich mal, finden wir noch einen zweiten Gegner hier. Ich werde mal morgen etwas fragen, ob euch etwas aufgefallen ist. Mal gucken, ob dort jemand draufkommt. So, gucken wir mal, ob wir jetzt was finden. Vielen Dank übrigens für die schönen, vielen netten Kommentare unter meinen Videos. Das finde ich besonders gut, weil man braucht so ein bisschen Feedback von den Leuten, die das Ganze gucken, um selber so ein bisschen zu bewerten, zu analysieren, was man besser machen kann oder was man besser weglässt.
Und das hilft einem an der Stelle wirklich sehr, sehr weiter, kann man nicht anders sagen. Auch mir hilft das hier weiter. Und ich hoffe, dass ich das Ganze hier nach wie vor ein wenig verbessern kann. Vor allen Dingen mit euch livestreamen kann. Ich habe immer noch keine, oder ich habe noch kein Feedback bekommen, wie wir das hier, ja, ich glaube, den nehmen wir mal mit. Der hat jetzt nicht so viel Dunkles für uns, aber er hat reichlich Gold für uns. Und wir haben ja eben so ein bisschen was ausgegeben, haben nur noch 147.000, deswegen nehmen wir den einfach mal ganz billig hier mit. Ja, da kann ich gar keine Truppe setzen. Oh, hat er da einen Tesla, ey, toll. Ah, super. Naja, okay. Ich finde es immer ganz spaßig, solche Bases hier. Also die, sowas triffst du auch nur hier unten, muss man ganz klar sagen. Das triffst du oben nicht. Jetzt fragt man sich natürlich, wo hat er denn hier eigentlich die 300.000 versteckt? Na, da muss ich jetzt selber mal gucken. Ich glaube, ich wisst ihr, wie ich es mache? Ich nehme den jetzt mal ganz aus hier. Ich habe auch das Versteckspiel echt satt. Und so, ich bin ja im PC, da muss man ein bisschen schneller klicken. Ich bin aber tutto completti durch, glaube ich, durch die Base hier und durch die Mauern. Schicke jetzt noch die Helden nach. Und dann können die schon mal ein bisschen aufräumen hier. Ja, das sieht gut aus. Ja. Das holen wir uns mal, was er auch immer hier hat. Jetzt haben wir noch ein paar Kobolde, die flitzen hier bei der Queen noch gerade rum. Ja, ein bisschen Gold haben wir noch zu holen und so ein ganz klein bisschen Dunkles, aber ich glaube, das ist auch nicht mehr wirklich viel. Wir checken jetzt schon die Clanburg hier und 75.000, die stecken da hinter dem Inferno in dem Lager hier, wenn ihr das mal sehen wollt. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Ja, da kommen wir in jedem Fall mit der Queen hin. Die Queen schafft hier die gesamte Def jetzt. Das ist einfach so. Da kann sich dieser Account hier nicht wirklich gegen wehren. Und dann haben wir auch das Lager gekriegt. Ja, komm, das ist ganz easy. Passt. Fast 400.000 Gold. Sind wir gut wieder in der Spur. 114.000 Dunkles. Wir brauchen etwas Dunkles für unsere nächste Forschung. Ich hatte ja gesagt, es wird eine dunkle Truppe oder ein dunkler Zauber. Und ihr könnt immer noch rätseln, was ich wohl als nächstes mache. Also es entscheidet sich hier ja zwischen den vier dunklen Zaubern und den zwei dunklen Truppen, was ich weitermachen werde. Und entschuldigt. Boah. Kaffee. Fast wie im Livestream, ne? Aber doch nicht ganz live, sondern aufgenommen. Also die beiden dunklen Truppen oder aber die vier dunklen Zauber. Mal gucken. Ich bin noch mit mir selber ein bisschen am Hadern, weiß es noch nicht. Habe aber jetzt eigentlich genug, dass ich A, die Truppe leveln kann oder den Zauber. Und ich kann ich kann auch im CK teilnehmen. Das kommt ja noch dazu. Ich bin dauergrün zurzeit. Das wird so lange bleiben, bis ich auf RH11 gehe und meine ersten Helden hochgehen. Also werdet ihr mich in jedem Fall immer wieder in den CKs sehen. Und wir schauen mal, ob wir jetzt schon ein bisschen mehr geworden sind. Ich hatte ja gesagt, Leute, zickt nicht so rum. Nee, 18 Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist eine ganz traurige Sache hier für einen Level 12 Clan, der so knapp vor Clan Level 13 ist. Mit 48 Leuten und 18 davon spielen zurzeit nur CKs. 18 von 48, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Also das ist echt schwach. Und das Sieb ist schon aufgestellt. Da könnt ihr hier sicher sein, auch die Clan-Mitglieder, die meine Videos hier mal ab und zu mal sehen. Und das haut echt nicht hin. Ja, was mache ich eigentlich weiter? Ich weiß, was ich weitermache. Ich muss üben. Und zwar seht ihr selber so ein bisschen,
was ich üben werde. Ich übe Golaloon. Ich werde Golaloon üben. Und zwar bis zum Abwinken jetzt. Ja, die Zauber passen. Der eine ist noch zum Spenden hier. Da will jemand ein Beben haben. Und ich mache ein Gift nach. Da habe ich Gift. Das passt noch. Und das andere, glaube ich, passt jetzt nicht mehr ganz so gut. Zwei Wut. Ah, den brauche ich nicht wirklich. Ein Wut, ein Fries. Ein Sprung. Und passt mal auf, wir nehmen fünf Speed-Zauber mit. Ja. Das werdet ihr aber in einem neuen Video sehen, wie ich für den CK ein bisschen übe. Im nächsten Video werden wir einer Frage nachgehen. Da könnt ihr gespannt drauf sein. Wenn euch die Farmfolge hier mit mir gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in weiteren Folgen von Ich bin ein bisschen matt. Clash of Clans mit mir, dem Toto. Bye bye.